Steffi Widmer und ihr Hund Simba sind auf dem Weg zu dem Platz, an dem sie diese Nacht verbringen werden. Wo fahren wir denn jetzt hin? Ah, cool. Ja, das sind immer so meine Lieblingssachen. Das Navi zeigt mir irgendeinen Blödsinn an. Jetzt muss ich einfach mal gucken. Jetzt fahren wir mal hier links. Sie sucht einen ganz bestimmten Stellplatz für ihren Camper. Ja, ich schaue halt einfach drauf, wie ist die Wegebeschaffenheit, also haben wir Teerstraßen zur Anfahrt oder ist es Schotterweg, ist es einspurig oder stehen irgendwo Bäume rum, wo vielleicht ein höherer Camper hängen bleiben könnte. Sowas achte ich halt dann auch drauf, vermerke ich tatsächlich auch, dass andere das wissen. Darauf zu achten ist Steffis Job, denn sie ist Testcamperin. Heute überprüft sie diesen Platz mitten im unterfränkischen Weinberg. Oh, jetzt schauen wir mal. Simba, komm. Was? Ja, schauen wir mal, wo wir sind. Ich gucke jetzt einfach erst einmal, weil es nicht ganz klar war, wie ich den Platz anfahren kann. Geh, Simba. Weil ich möchte die Schiebetür gerne zur Aussicht haben. Von dem her, schauen wir mal. Ja, da muss ich rückwärts reinfahren. Fahren wir rückwärts? Ja, fahren wir rückwärts. Na komm. Das ist jetzt echt eine Herausforderung für mich. Ich bin kein guter Rückwärtsfahrer, also schauen wir mal, was das jetzt so wird. Jups. Unterwegs ist Steffi in Oberschwarzach, einer kleinen Gemeinde in Unterfranken. Denn die hat sich auf die Fahne geschrieben, Deutschlands erste Campinggemeinde zu sein. Und zwar mit Wohnmobilplätzen verteilt in der ganzen Umgebung. Und diese beiden stecken hinter dem Konzept, das Camping in der freien Natur ganz offiziell erlaubt. Dominik Quambusch und Christopher Feuerlein sind in ihrem rollenden Büro unterwegs. Der Reiz dahinter ist vor allem das, dass du halt bei uns das bekommst, was dir der Campingplatz nicht bieten kann. Und das ist irgendwie so dieses Gefühl von Wildcamping, das Gefühl von Natur. Du hast Grüne um dich herum und du bist ein bisschen individueller unterwegs und hast keine 200 Nachbarn. Ein Gefühl von Wildcamping, aber von allen Behörden genehmigt, sind die Stellplätze, die sie im Internet über ihre Homepage anbieten. Für 12 bis 30 Euro die Nacht. Auch sie machen sich auf den Weg, denn der ein oder andere Stellplatz muss noch ausgeschildert werden. Die letzten Meter für Steffi, das Rückwärtsparken klappt. Das Schild zeigt, hier ist sie richtig. Für sie heißt es jetzt erstmal aufbauen und richtig ankommen. Die Aussicht ist wunderschön, muss ich wirklich sagen. Und was mir persönlich halt sehr gut gefällt, ist, dass man komplett alleine ist. Ne? Madonna im Weinberg heißt ihr Campingstellplatz heute. Bei Temperaturen um 30 Grad sind Wasser und Schatten wichtig für Steffi und Simba. Jetzt ist Simba hier aus, komm. Auch im Camper stellt Steffi schon mal alle Fenster auf Durchzug. Yes. Also ich brauche für mein Wohlbefinden einen Platz, wo ich einfach zur Ruhe kommen kann. Wo es so wie hier, wenn ich jetzt hier so liege und ich lausche ein bisschen, dann denke ich mir so, ich höre gar nichts. Also außer das Summen von den Insekten und ein bisschen leicht den Wind in den Weinbergen. Für Campingprofi Steffi ist dieser Stellplatz schon mal perfekt. Dominik und Christopher fahren die Stellplätze in Oberschwarzach ab. Knapp 50 gibt es, verteilt auf Gemeinde und Privatgrund. Hier treffen sie auch die ersten Camper heute. Servus, der Christopher, hi. Servus, der Thomas, hi. Ich hoffe, dass wir auch hier richtig stehen, ne? Ja, das passt, das ist super. Wir haben jetzt gerade Schilder dabei und deswegen sind wir eigentlich hier, dass wir die Schilder hier nochmal aufstellen können. Wir haben eine kleine Route für die Woche gesucht fürs Wohnmobil und sind so über die Alpaka-Seite auf die Region hier gekommen und pendeln jetzt so mit einem Tagesschnitt von 20, 30, 40 Kilometer hier so verschiedene Stellplätze an und gucken uns die an und erholen uns da. Jetzt machen wir das wahrscheinlich. Bis zu 3 Camper können künftig hier die Nacht verbringen. Schild dran, fertig ist der Stellplatz.
Dieser Parkplatz gehört der Gemeinde Oberschwarzach. Über die Homepage von Dominik und Christopher kann er gebucht werden. Die beiden kassieren online von den Campern ab und geben der Gemeinde ihren Anteil weiter. So wollen sie den Tourismus hier ankurbeln. Also in der Gegend, in der Region um Mainfranken ist eigentlich schon viel Tourismus, aber wirklich hier vor Ort war kaum etwas. Es war einfach immer ein paar Kilometer weg von der Autobahn, vom Wasser weg und deswegen war es hier sehr wenig, obwohl es sehr, sehr schön ist und genau die gleichen Weinberge da sind, die schöne Aussicht, der Steigerwald im Rücken mit tollen Biergärten. Einen Parkplatz weiter genießt noch ein Paar die Camping-Idylle. Zwei, die viel Erfahrung mitbringen. An dem einen oder anderen Ort merkt man, dass man tatsächlich nicht willkommen ist. Aber es gibt Kommunen in den letzten Jahren, die haben definitiv was für den Reisemobilisten gemacht. Und Oberschwarzach gehört da dazu. Das ist ja fast eine vorbildhafte Rolle, die sie da eingenommen haben. Also wir fühlen uns hier als Reisemobilist absolut willkommen. Auch Steffi fühlt sich willkommen. Sie nutzt gleich mal ein besonderes Zusatzangebot. Ich stehe bei euch oben am Wohnmobilstellplatz am Weinberg und ich wollte ganz gerne euer Weinpaket bestellen. Kurz darauf kommt Winzerin Stefanie Ebert angefahren mit ihrem Weintaxi. Für einen Mindestbestellwert von 20 Euro bringt sie eine Auswahl an Weinen vorbei. Dass Steffi und andere Camper so nah an ihren Weinreben stehen, für die Winzerfamilie ein Gewinn. Das ist uns wichtig, dass die Leute von nah und fern hierher kommen und auch unsere Produkte, die wir selber produzieren, kennenlernen. Danke, bis bald. Alles Gute dir. Danke. Steffi stellt den Wein erstmal kalt, denn sie muss nun noch mal arbeiten, Fotos von ihrem Stellplatz machen. Die kommen später auf die Homepage von Alpaka Camping. Sie ist in deren Auftrag unterwegs. Ich versuche jetzt einfach so die Stimmung ein bisschen einzufangen, so das Feeling, um das rüberzubringen, damit die Leute sich das halt vorstellen können, wie das ist, wenn man hier steht. Ja, dass so dieser Flair rüberkommt, ne? Gerade jetzt abends mit dem Licht, ist halt super schön. Nun kann Steffi den Sonnenuntergang genießen und die Einsamkeit, die sie so mag. Mal sehen, wie die Nacht für sie wird. Der nächste Morgen. Dominik und Christopher sind wieder unterwegs. Sie treffen sich mit dem Bürgermeister von Oberschwarzach, Manfred Schötz. Es geht um die Wasserver- und Entsorgung für die Camper. Dadurch, dass wir kein herkömmlicher Campingplatz sind, der Dusche und WC vor Ort hat, ist der Abwassercontainer von einem Fahrzeug halt viel schneller voll, weil man immer halt das WC und die Dusche an Bord nutzen muss. Die Gemeinde will in eine fest verbaute Anlage investieren, um den Campern mehr Komfort zu bieten. Denn Oberschwarzach setzt auf sanften Tourismus. Dominik und Christopher haben den Bürgermeister zwar gleich vom dezentralen Campingkonzept überzeugt, dennoch gab es im Gemeinderat auch kritische Stimmen. Wie schaut es denn aus mit der Verschmutzung, Umweltverschmutzung, Ruhestörung? Wird unsere Landwirtschaft, wird unsere Forstwirtschaft beeinträchtigt? Aber das konnte man eigentlich gut ausräumen. Und deshalb haben wir gesagt, jawohl, wir lassen das zu, wir machen das. Seit Sommer 2021 läuft das Projekt in Oberschwarzach mit seinen 7 Ortsteilen. Die 1400 Einwohner haben sich an die Camper gewöhnt. Also ich finde es gut, dass man es gemacht hat von der Gemeinde aus, dass man die Möglichkeit bietet, aber es wird sehr wenig angenommen. Dass also 2 oder 3 hier stehen oder mal 1 nur da, also das finde ich eigentlich ganz gut. Ja, wichtig ist, dass halt, wenn welche da sind, dass sie halt einfach auch wieder ihren Platz auch wieder sauber verlassen. Ein Erfolg für Dominik und Christopher. Und das nicht nur in Oberschwarzach. Das war die erste Campinggemeinde, die wir dann ins Leben gerufen haben und stehen jetzt mittlerweile bei über 2500 Plätzen in Deutschland und in Österreich. Wollen dann auch noch nach Frankreich und nach Italien gehen. Das Prinzip bewährt sich also. Auch bei Steffi. Wie war die Nacht? Oh, meine Nacht war fantastisch. Sehr, sehr ruhig. Also ich hätte auch ewig schlafen können heute, weil das heute Morgen auch noch so frisch war und so angenehm und fantastisch. Ja. Für Steffi und Simba heißt es nun zusammenpacken. Sie können den Stellplatz Madonna am Weinberg weiterempfehlen, allein schon wegen der tollen Aussicht.
Nun machen sich die beiden auf den Weg zum nächsten Platz, zum nächsten Test. Wieder mitten in der Natur.